So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Karo. Und schönen Morgen. Und, oh, es ist so angenehm. Und eine Krankheit bricht aus. Das ist ja schön. Wieder eine Armee. Okay, noch einen Monat. Das geht ja dann noch. Ja, Moment. Ich wollte jetzt hier noch ein bisschen mit an den Sounds rumstellen. Das war nämlich wieder eine absolute Katastrophe. Das war einfach viel zu laut. Ich stelle es einmal auf 50% und das stimmt. So. Das reicht dann schon aus. Hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall, es ist heute wirklich angenehm. Schön frisch. Es geht ein kalter Wind. Es ist alles gut. Und oh, so kann man die restliche Urlaubszeit auch genießen. Ach du Schande. Was ist eigentlich da unten? Und Apotheken. Achso. In das Büro. Ernsthaft? Ich will ja nicht endlich meine Steuereinnahmen klauen. Was ist denn mit euch? Liebe Leute, das ist also nicht. Gut, dann klatschen wir eben jetzt hier nochmal die Lagerstätten hin. Lagerstätten sind noch nicht alle voll. Ich muss es ja einfach mal ganz kurz hier mal durchgehen und mal alle Nachrichten jetzt mal hier löschen. Es ist einfach viel zu viel. So. Mr. Aufseher. Das ist natürlich praktisch. Ja, und wie ihr sehen könnt, wir haben es geschafft. Wir haben die Mission geschafft. Ging jetzt ja relativ zügig.
Ja, dann machen wir mal direkt weiter. Und während ihr euch das dann anhört, trinke ich mal erstmal einen Schluck Kaffee. Lob vom Pharao. Ihrer umsichtigen Arbeit ist es zu verdanken, dass die Stadt erfolgreich gegen einen Angriff der Beduinen verteidigt werden konnte und Ägypten nun die Mittel hat, sich selbst zu wehren. Jiha! Gut, damit haben wir das schon mal fertig gemacht. Und jetzt als Info, jetzt müsste nämlich diese Karte kommen, wo man sich jetzt auswählen kann, was man nimmt. Aber das müssen wir uns gleich mal anschauen. Das heißt, warte mal, ich brauche jetzt mal einen Zettel und einen Stift, damit ich mir auch ganz genau dann merke, was ich mir jetzt eigentlich aussuche. Moment einmal. Ich habe jetzt nämlich gar nicht damit gerechnet, dass ich so schnell das Ding jetzt beende. Ich bin gleich wieder da. Und ein Zettelchen und ein Stiftchen bereit geholt. Und dann geht's jetzt gleich mal weiter. Oh, okay. Ja, also was nehmen wir denn jetzt? Auf eine Stadt, um sie zu regieren. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder A, wir nehmen jetzt das obere Feld. Oder aber B, wir nehmen jetzt das untere Feld. Also jetzt gehen wir mal von der damaligen Zeit her aus. Das ist eigentlich dann ja, was Ägypten anbelangt, ja eigentlich noch mehr so im zentralen Bereich. Also dürfte eigentlich dort es nicht so extrem militärisch zugehen. Bei dem Bereich sieht es schon ein bisschen anders aus. Problem wird vermutlich sein, dass hier weniger Überschwemmungen sind. Da vermutlich ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite, vielleicht ist dort ein bisschen mehr Wild oder sowas. Tja, was machen wir denn da? Also ich nehme jetzt wohl das untere. Das obere, wie schon gesagt, das wird dann unser JK wird das ja dann nehmen. Der wird dann mit euch dann die andere Karte dann spielen. Ich nehme jetzt wirklich mal das untere und guck einfach mal, was dabei rumkommt. Es kann ja nur die Hölle werden. Mal auf eine Stadt klicken, um sie zu regieren. Wir machen jetzt einfach mal das. Oh. Gefährliche Gewässer. Die Nekropole. Nein. Das mache ich tief. Ich kann mich noch nämlich dran entsinnen. Also ich glaube, die Nekropole hatte ein gewisses Problem. Nee, ich glaube, ich gehe auf Bibbeit. Das klingt für mich nämlich gefährliche Gewässer, ein bisschen nach militärischem. Augenblick, ich bin auch sofort dann soweit. Wir müssen noch schnell hier das... Polis. So, okay, und dann fangen wir nämlich direkt an. Achso, da müssen wir jetzt da drauf. Das ägyptische Heer sucht in der bekannten Welt seinesgleichen. Doch der neue Pharao, Chasechemui aus der zweiten Dynastie, fordert nun auch den Aufbau einer mächtigen Seestreitmacht mit Basis in Perhebit. Um die Herrschaft über die Meere zu erringen, benötigen wir eine komplette Flotte an Kriegsschiffen.
Es mangelt uns jedoch an Holz, da in unserem Klima Wald nur spärlich wächst. Doch wir können, wenn auch zu einem hohen Preis, Zedernholz von Byblos aus dem Libanon, einem Land im Nordosten, importieren. Zum Glück können wir diese Kosten durch Papyrusexporte wieder etwas ausgleichen. Okay, also Handel wird auf jeden Fall ganz wichtig sein. Bevölkerung 2500, die kommen bei mir sowieso immer schnell zusammen. Wohlstandswertung von 20 dürften wir eigentlich auch ohne Probleme hinkriegen. Königreichwertung 45 bloß, das ist eigentlich relativ wenig. Kulturwertung 15, okay. Monumentwertung von 2. Jo gut, dann gehen wir mal zur Stadt. Und schauen wir mal. Ich hab Angst. Ich will nicht. Okay. Ja, ich lese das jetzt einfach mal. Das wundert mich nämlich gerade eh. Ist aber schon mal gut. Ich habe Überschwemmungsflächen. Sauber. Okay, gut. So, Wasserhandelswege. Handel kann auch auf dem Fluss- oder Seeweg betrieben werden, wenn entsprechende Wasserwege in die Stadt, an die Stadt angrenzen. Wenn Sie eine Handelsroute auf dem Wasserweg einrichten möchten, dann gehen Sie zur Weltkarte, um auf Wasserwegen Handel zu betreiben, braucht Ihre Stadt außerdem eine funktionierende Dock. Ist klar, ne? Schiffe müssen ja auch gewartet und repariert und gebaut werden. So, Fischfang auf dem Nil. Gott sei Dank. Ich kann endlich Fische fangen. Oh, herrlich. Sehr gut. Okay. Also, der Nil bietet reiche Fischgründe und Fisch ist in Ägypten ein beliebtes Nahrungsmittel. Fehlt da nicht? Ach so, das U ist so ewig. Guck mal, da oben ist das U. Oh, das ist ja komplett nach oben gerutscht. Also, überdies sorgt eine Ernährung mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln für mehr Gesundheit und bessere Stimmung in ihrer Bevölkerung. Um die reichen Fischgründe auszubeuten, vor allen Dingen. Mhm. Da wären wir ja wieder bei einem aktuellen Thema sogar der Neuzeit. Benötigen Sie einige Fischerboote. Boots- und Schiffbau. Der Schiffsbauer baut in der Werft sowohl Kriegsschiffe als auch Fischerboote. Jedes Boot braucht einen Heimathafen. Wann immer ein Hafen Platz für ein Schiff bietet, macht sich der Schiffsbauer daran, eines für diesen Hafen zu bauen. Ohne einen freien Platz in einem Hafen baut der Schiffsbauer keine Schiffe. Das ist schon mal praktisch. Zwar kann eine einzige Werft durchaus sämtliche Schiffe liefern, die ihre Stadt braucht, verfügen sie jedoch über mehrere Werften, bietet sich ihnen die Möglichkeit, verlorene Schiffe viel schneller zu ersetzen. Es tut mir leid, dass es wieder so viel Text ist, aber ihr wisst es ja, es ist verrückt. Schneller zu ersetzen, die Werft braucht keine Materiallieferungen für den Bau von Fischerbooten. Wenn jedoch Kriegs- und Transportschiffe für militärische Zwecke gebraucht werden sollen, dann muss sie mit Holz versorgt werden. Militär- und Handelsschiffe sowie Fischerboote sind bereit, gebaut zu werden. Moment, sowie die breit gebaut und... Ah, sind breit gebaut, meine Güte. Und haben einen tiefgehenden Kiel, damit sie auf dem Nil und in Küstengewässern segeln können. Dagegen sind sie nicht für das Befahren enger Kanäle geeignet. Und kleine Bäche oder Zuflüsse sind für sie unpassierbar. Niemand wird sich daran hindern, gegebenenfalls auch an derartige Wasserläufe, Werften, Docks oder Häfen einzurichten. Aber wenn sie das tun, dann können Schiffe diese Einrichtungen weder anlaufen noch verlassen. Sie funktionieren also nicht. Wenn Sie an einem Ufer nach geeigneten Bauplätzen für
maritime Einrichtungen suchen, dann sollten Sie darauf achten, dass ein durchgehend schiffbarer Wasserweg zwischen einer solchen Einrichtung und dem jeweiligen Zielort existiert. Zum Beispiel können Sie nicht einen Fischerhafen an einem Binnensee einrichten und warten, dass Sie dort beheimatete Fischerboote, Fischergründe auf dem Meer erreichen. Selbst dann nicht, wenn die Binnenwässer über einen Bach in den Nil verbunden sind. Ja gut, das ist logisch. So. Da drüber hinaus, liebe Leute, wir haben Glück. Wir haben richtiges Schweineglück. Wir haben hier einen ewig großen Weg. Ausnutzen. Okay, also zum einen, wir brauchen Farmen. Kichererbsen oder Gerste. Hier oben haben wir auf jeden Fall Kichererbsen. Alle warum wollte das gleich hin? Das ist ganz einfach. Vorausplanung ist immer gut. So, dann machen wir als nächstes. Tempel haben wir hier. Okay, wir haben hier zwei Tempelstätten. Das macht nix. So, dann machen wir nämlich diesen hier. Da kommen schon wieder mehr Leute. Keine Sorge. Und noch eine Zisterne, bitteschön. So, ihr kennt ja das Spektrum. Da in die Mitte kommen dann die Festplatzsachen.
Das bedeutet, dann kommt hier noch einmal Tempel außenrum. Und da kommt dann ebenfalls noch einmal.